So, hier bin ich mal wieder mit einem kleinen, aber feinen Infovideo, denn wir wissen, die nächste Season fängt demnächst an und es gibt von Epic jetzt auch wieder neue Informationen. Ihr wisst ja, am 16. März endet die Season 5. Season 6 steht dann vor der Tür. Der Hans hat das auch schon im Discord gepostet. Grüße gehen daraus. Ich gehe direkt gleich auf den Artikel ein. Kurz nur was in eigener Sache. Ihr wisst ja, 1-Million-Video läuft immer noch. Oben rechts kurz mal einmal kurz durchlaufen lassen. Erstmal danke an alle, die da supporten. Grüße gehen raus. Dann heute wird es nur einen Rette die Welt Livestream geben. Einfach nur, weil ich hatte heute einen anstrengenden Tag auf der Arbeit. Seid mir da bitte nicht böse. Beziehungsweise wir gucken dann mal im Laufe des Streams. Aber ihr seht es oben, Dulli hat jetzt 9 Siege, Fabi hat 8 Siege, Obstladen hat 5 Siege diesen Monat geholt. Grüße gehen auch da in die Top 3 raus. Und wenn du Bock hast mitzuspielen in den Custom Games, einfach ganz normale Custom Games, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, damit du den Livestream auch nicht verpasst. Dann, was haben wir noch? Ich würde sagen, das war's eigentlich schon. Aber ihr seht schon, exotische Waffen im Angebot. Hat nämlich auch schon damit zu tun, dass die Season 6 vor der Tür steht, weil wir sollen unser Gold ausgeben. Die Händler haben jetzt alle wieder alte Waffen drin, wie ihr seht. Also das wird wild jetzt so kurz vorm Ende. Ist aber auch okay von Epic Games, finde ich persönlich, weil so wird man sein Gold noch los. Man hat ein bisschen mehr Spaß, man kann die alten Waffen wieder spielen, was man davon dann wirklich will. Ja. Ist natürlich wieder Geschmackssache. So, wir gehen dann direkt mal auf das Ganze ein. Bababam, wartet, sofort, Fensteraufnahme. Voll Profi. So macht man YouTube. Ne, das war sogar noch das Falsche. Lol. Entfernen. Zack. Eieiei. Eieiei. Jetzt wird aber peinlich hier. Wo sind hier Bildschirmaufnahme? Da. Zack. Eins, zwei, falscher Bildschirm. Da sind wir richtig. So, nicht wundern, es geht nur darum, wir gehen direkt bei Epic Games rein. Zack. So sieht das Ganze aus. Jetzt muss ich nur gucken, dass es für euch groß genug ist. Also, spielt das Nullpunkt Krise Finale in Kapitel 2, Season 6. Der Nullpunkt wird immer instabiler. Kapitel 2, Season 6 beginnt am Dienstag, den 16. März. Also in einer Woche. Doch vorher möchten wir noch ein paar wichtige Infos mit euch teilen, denn das Nullpunkt-Krise-Finale. Am 16. März starten wir Kapitel 2, Season 6 mit einem explosiven Abschluss der Ereignisse aus Season 5. Wenn ihr das erste Mal mit der neuen Season loslegt, werdet ihr im Nullpunkt-Krise-Finale das Ende von Agent Jones Mission selbst spielen. Oder schon mal nice. Heißt also quasi, wenn wir das Spiel neu starten, können wir erstmal vom Agent Jones die Mission quasi selber miterleben. Was da genau vorkommt, ja, da werden jetzt wieder die Leaker unterwegs sein, aber genau das weiß man natürlich nicht. Die Auswirkungen dieses Events werden die Realität in ihren Grundfesten erschüttern. Oh. Keine Sorge, das Nullpunkt-Krise-Finale erlebt ihr solo. Okay, das ist nice. Egal, wann ihr euch das erste Mal in der Season einloggt. Ihr wollt es euch vorher online anschauen, wir geben euch bald nähere Infos dazu, wie ihr bei der Weltpremiere zuschauen könnt, die mit unserer bisher aufwendigsten Story-Filmsequenz beginnt. Wow, da bin ich mal gespannt. Das Schicksal der Realität steht auf dem Spiel, weshalb wir euch vor dem Ende von Season 5 noch ein paar Tipps geben wollen. So, jetzt geht's halt hier um. Exotische Waffen, deshalb kamen die heute auch wieder rein. Ist ganz einfach, wir sollen Gold ausgeben. Nicht, dass das Gold unnötig da rumliegt, also jetzt können wir langsam alles verballern, es wird nichts Besonderes anscheinend mehr kommen. Dann vorweg noch, wenn ihr die Mandoria-Geschichten noch nicht fertig habt, denkt dran, ihr habt jetzt noch bis nächste Woche Dienstag Zeit, auch alles auf Level 100 bringen. Also von daher, wer da noch ein bisschen was zu machen hat, gebt ein bisschen Gas. So, dann klar Level 100. Dann die Kristallstile gibt es ja auch noch. Insgesamt für Reese, Mancake, Maeve, Condor und Menace. Der Luca hat es fast geschafft, alle freizuschalten, aber ich denke mal, er wird noch alle hinkriegen. Dann die Spitzhacke, Atemräuber-Klingen. Falls ihr bei den Teamkämpfen Wilde Herzen nicht die Atemräuberklingen gewonnen habt, so wie auch ich, könnt ihr die Spitzhacke noch freischalten, indem ihr die epischen Aufträge von Fischstäbchen oder Herzchen vor dem Ende der aktuellen Season abschließt. Ihr erhaltet die Spitzhacke dann kurz vor dem Start von Season 6. Ja, jetzt ist halt nur meine Frage. Ich müsste die doch eigentlich dann alle fertig haben, weil das hier sind hier nur
normale Season-Aufgaben, sage ich jetzt mal. Das waren doch dann die ganzen Wochenaufgaben. Sehe ich doch eigentlich richtig. Wenn ich irgendwie falsch liege, schreibt es gerne in die Kommentare. Also, ich würde behaupten, wenn du alle Season-Aufgaben so gemacht hast, dann kannst du halt umsonst die Pickaxe bekommen. Was, Pickaxe? Ich bin gerade wieder verwirrt. Auf jeden Fall den Gegenstand. Weil ich habe selber nämlich auch nichts bekommen, weil ich ja irgendwann mitten in der Season wieder angefangen habe. Und wenn ich hier auf XP gehe, ist auch nichts. Ja, dann würde ich sagen, kriegen wir das gratis dann quasi noch kurz vor der Season, falls ihr es nicht schon habt. Und dann nochmal kurz was in eigener Sache. Ihr wisst ja, Support und so. Wenn ihr euch irgendwas im Shop gönnt oder auch sonst bei Epic Games, gerne meinen Creator-Code benutzen oder irgendeinen x-beliebigen, den ihr halt einfach unterstützen wollt, aber tragt auf jeden Fall irgendwas ein. Nicht einfach irgendwas kaufen, nichts eintragen, ist verschwendetes Geld. Kostet euch nicht mehr und ihr erfreut einen anderen. So, bei mir ist es yt-familyeck. Grüße gehen schon mal raus. Dann auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank, die heute alle fleißig auf meinem Video waren. Also ich habe heute auf der Arbeit gedacht, hä, was geht denn bei mir ab? Das Video mit dem Shop hat jetzt schon 800 Aufrufe. Also ohne Quatsch, ich habe mich da echt heute Morgen erschrocken. Weil ich sage ganz ehrlich, ich habe einfach nur ein Shop-Video gemacht, wie immer. Gut, als Thumbnail habe ich natürlich sie genommen, weil sie halt jetzt neu drin ist. Und da sage ich ganz ehrlich, Grüße gehen raus. Aber ich sage ganz ehrlich, das Paket lohnt sich auf jeden Fall, weil für 12 Euro bekommst du die Skin-Art, du bekommst noch das Rückenaccessoire, die Pickaxe. Und die Pickaxe ist, glaube ich, echt nice. Warte mal, doch, kann man die nochmal angucken? Tatsächlich. Weil die Pickaxe an sich ist schon nice. Doch, die ist auf jeden Fall... Die ist... Ja, doch. So, für die 1500 V-Bucks müsst ihr natürlich ein bisschen was machen. Ich kaufe mir das Paket aber nicht, sage ich jetzt. Kann sich auch noch ändern, keine Ahnung. Was wollte ich jetzt sagen? So sieht der S-Gold. Ja, tolle Vorschau. Aber ihr wisst ja, der wird dann komplett Gold. Wie genau, kann ich noch nicht genau sagen. Das, ah doch, er färbt sich. Ah, geht's noch weiter? Ja. Ja. Weiter. Komm. Ja. Tata. Das wusste ich auch nicht. Weil so lange gucken wir uns den ja nicht an, ne? Also, so sieht er dann aus in Vollgold. Ich glaube, was Schleuten. Ne, Hans hat es, glaube ich, reingeschrieben. Also, mein Skin ist es auch nicht unbedingt, aber so hässlich ist er auch nicht. Aber da sage ich mal ganz ehrlich, in Vollgold sehen die Skins eh immer hässlich aus, finde ich persönlich. Dann lieber so eine Mischung, so halb-halb irgendwie. So würde ich noch sagen, ist okay von hinten. Aber wenn er gleich ganz Gold ist, naja. So, ich wollte euch nur die Infos rausgeben. Kann man hier auch noch angucken. Ne, die Stilvorschau ist nur hier. Und die Infos wollte ich euch halt, wie gesagt, raushauen. In dem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, der ein oder andere kommt gleich trotzdem noch in den Livestream. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.